Hallo Kinder, ich dachte, ich mache heute mal ein C-Sharp Tutorial. Also allgemein wollte ich eigentlich ein Programming Tutorial machen. Ja, und ich habe mich hier für C-Sharp entschieden. Ich hoffe, ihr könnt das sehen, weil ich sehe nämlich nicht, was ich hier aufnehme. Also hier Tastatur. Ich weiß auch nicht. Ich habe hier mal ein Projekt geöffnet. Ich würde vorschlagen, wir fangen einfach mal an mit einem ganz klassischen Hello World. Also, boah, wie ging das nochmal? Irgendwas stimmt heute nicht. Ich weiß auch nicht, wieso ich mich hier nicht konzentrieren kann. Wieso funktioniert das nicht? Ach komm, wir machen das jetzt einfach. Also. Nee, so, nein, wir müssen es ja in der Konsole ausgeben. Also Konsole, Schreiblinie. Das ist ein Text gespeichert. Deswegen muss man da Anführungszeichen machen. Also Konsole, Schreiblinie. Hallo. So. Ans Ende von jeder Zeile muss ein Doppelpunkt. Nein, stimmt nicht. Wie heißt das nochmal? Semikolon oder so. Mit einem Punkt und einem Komma. Ihr wisst schon. Ja, das sollte passen. Dann tun wir das Tutorial mal ausführen. Ja, funktioniert nicht. Schwierig. Ich weiß jetzt hier auch nicht wirklich, was das Problem ist. Oh, was könnten wir da machen? Oh Mann, das ist echt schwierig. Scheiße. Na klar. Aber ich weiß, dass das Problem ist. Warte kurz. So. Also, wie ihr seht, ich habe das Problem behoben. Jetzt weiß ich wieder, was hier vor sich geht. Und zwar, ihr kennt doch sicher diesen Spruch, Kleider machen Leute. Ich werde euch jetzt mein Geheimnis verraten. Das ist mehr als nur ein Spruch. Jeder gute Entwickler weiß, es kommt nicht drauf an, wie lange jemand programmiert, wie lange jemand übt, wie sehr man sich anstrengt. Nein, das Allerwichtigste ist, dass man die richtigen Socken anhat. Und zwar die guten Programming Socks. Ohne die braucht ihr gar nicht das Visual Studio installieren. Dann wird das nichts mit C-Sharp. Schritt 1, die richtigen Socken. Die richtige Tastatur ist natürlich auch zu empfehlen. RGB muss sein. Ohne Licht kann man nicht programmieren. Tasten müssen leuchten. Also, Hello World brauchen wir nicht. Wir haben ja unsere Programming Socks. Das ist ein bisschen zu einfach für uns. Weil jeder, der sich die Socken anzieht, der ist weit über Hello World, was den Skill angeht. Also, was machen wir jetzt? Ich dachte, wir fangen an mit Reflection. Und zwar. Using System Reflection. Das fangen wir jetzt an als unser Beginner-Tutorial. Ich habe hier eine Klasse erstellt, Private Reflection Tutorial. Die hat ein Field, und zwar ein Integer, aber der ist privat. Hier über den Konstruktor setzen wir dieses Feld, und wir können den Wert über unsere Methode getValue bekommen. Ja,
Aber nachdem wir eine Instanz von der Klasse erstellt haben, können wir den Wert nicht mehr setzen. Das kann ich euch kurz hier beweisen. Und zwar, nee, so nennen wir das Private Reflection Tutorial. Okay, wir können ja mal kurz, der Wert müsste jetzt gesetzt sein. Wir können ihn ja mal kurz ausgeben. Also hier haben wir unsere GetValue. Das sollte jetzt 3 ausgeben. Ansonsten haben wir aber keine Möglichkeit, irgendwas zu setzen. Okay. Führen wir das mal aus. Und wir bekommen 3. Ja, passt. War zu erwarten. Aber wie können wir den Wert jetzt setzen? Weil eigentlich sollte das hier. Das geht ja nicht. Und da kommt Reflection ins Spiel. Darüber können wir die Instanz unserer Klasse, die wir schon haben, zur Laufzeit nochmal nachträglich bearbeiten. Wir können darauf zugreifen und alles damit machen, was wir wollen. Also zuerst müssen wir wissen, was wir bearbeiten wollen. Unser Typ, ne, unser Field, ich kann nicht schreiben mit der Kamera. Unser Field, das wir ändern wollen. Das holen wir uns jetzt mal hier mit. Das ist unsere Klasse. Get Field, ja, so. Ein Private hieß es. Oh, diese Tastatur ist echt scheiße. Ja, ich meine, die Tastatur ist echt toll. Das ist die beste Tastatur für Programmers. Also, ein Private. Passt. Okay. Binding Flags. Um unser Feld finden zu können, müssen wir erstmal definieren, nach welchen Text es denn suchen soll. Hier müsste es dran stehen. Okay. Binding Flags. Es ist nicht public. Es ist nämlich non-public. Aber nicht nur das, es ist auch noch eine Instance. Ist es sonst noch was hier von. Nee, das ist uns alles egal. Wir gehen da mit dem Ohr drüber. Weil es ja beides ist eine Instanz. Also private ist unsere Instanz. Und non public. Ein private ist non public. Unser Feld. So. Falsch. Ja. Ja, jetzt haben wir unser Feld. Und jetzt, was machen wir damit? Set Value. Einfach irgendeine Zahl setzen. Aber so einfach geht es nicht, sondern wir haben ja noch die Instanz davon. Die müssen wir natürlich auch übergeben. Also an unsere Instanz wollen wir dieses Feld hier auf 88 setzen. Danach können wir es dann nochmal ausgeben, um zu beweisen, dass es auch funktioniert. Es sollte funktionieren, also 5. Passt. Ja, so einfach kann man programmieren lernen. Ihr müsst nur die richtigen Socken anziehen. Das ist ganz einfach. Link zum Programming Socks Meme und zu den Socken in der Beschreibung. Viel Spaß. Danke noch an den Kollegen Moritz für das Sponsoren der Socken. Ohne euch Abonnenten könnte dieser Kanal nicht weiter bestehen. Danke für die Unterstützung, die ich von euch bekomme. Danke für die Subscriberung und für die vielen Likes und die lieben Nachrichten. Darüber freue ich mich sehr. Bitte lasst doch bei dem Video hier auch einen Daumen nach oben und einen Kommentar da. Bis bald, meine Lieben.